Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu Dawn of Man oder Dawn of Warhammer. Ja, ein nettes Spiel, was ich mir gekauft habe über GOG, gibt es aber auch bei Steam. Und irgendwie fesselt es mich, obwohl es eigentlich, ein sehr ruhiges Spiel ist. Klicken wir mal auf Weiter. Ich zeige diesmal das Spiel nicht von Anfang an, weil es am Anfang halt sehr viel erklärt. Die Gebäude, wie man einiges sammelt, wie diese Spielmechanik funktioniert. Und ja, ich habe das einmal im Livestream gezeigt, von Anfang an quasi. Und ja, jetzt wollte ich euch mal den aktuellen Stand zeigen in einem Video, was ich jetzt, sage ich mal, hier so angezockt nenne. Indem ich euch das Spiel mal vorstelle. Na, warum lädt er jetzt so lange? Normalerweise geht das ein bisschen schneller. So, kommst du? Ja, also die, den Livestream gesehen haben, machen wir kurz auf Pause, haben gesehen, dass ich hier quasi nichts hatte. Man fängt wirklich bei Null an. Und es gibt 5 Stufen. Ich bin jetzt schon in der Mitte angelangt. Am Anfang hat man echt noch nicht viel, ne? Man baut als erstes Totems oder man muss diese Punkte erst freischalten. Ich habe 2 Punkte verfügbar noch. Das macht man damit am Anfang, indem man so die Standardsachen macht. Na? Bin ich immer auf Pause. Diese Ansicht hilft euch dabei, Ressourcen zu finden, Tiere zu finden, weil die Herden manchmal, na gut, gerade haben wir Winter, das seht ihr hier oben rechts, aber im Sommer, wenn hier alles voll geblüht ist, erkennst du hier in dem Wald die ganzen Tiere gar nicht. Na? Das ist schon mal nicht falsch. Auf jeden Fall, am Anfang braucht ihr nur sammeln. Hier zum Beispiel sind Stöcker. Dann macht man hier so ein Feld. Hier Stock sammeln und dann sammeln die automatisch Stöcker, wenn ich das Feld setze. So, das ist Feuerstein. Dasselbe gibt es auch mit normalen Steinen. Ich habe mich einfach gleich hier niedergelassen, weil gleich hier ein Fluss ist. Ne, wo man natürlich auch angeln kann. Und Wasser abschöpfen kann. Das kommt aber erst später mit dem Wasser abschöpfen. Nämlich erst hier in Stufe 2. Also mesolithischem Zeitalter. Da können die erst quasi Wasser aufbewahren. Davor, ja, lernt man das Gerben, das Anbeten, Waffen aus Knochen oder Feuerstein zu bauen. Und jetzt quasi im neolithischen Zeitalter, ja, dressieren wir uns quasi Tiere, bauen endlich mal Getreide selber an, können jetzt Tore, also Palisaden bauen und andere Hütten. Also hier baue ich gerade eine andere Hütte. Das sind so die ersten Hütten, die man hat. Einfach so aus Ästen, Fell. Machen wir ein paar Kinder. Das sind hier die ersten Totems, die ihr bauen könnt. Totenkopfpfahl. Ich habe hier mal so eine Sammlung in der Mitte gemacht. Ja, das ist dann die größere Variante und irgendwann kann man so eine Art Stonehenge bauen. Ich baue gerade quasi hier noch so ein Verbindungsstück, muss da noch gebaut werden, aber wir sind ja hier noch beschäftigt. Die haben sich beschwert, dass sie zu viel zu tun haben. Also ich habe ihnen zu viele Aufgaben verteilt. Gerade im Sommer, wenn sie... Also jede jede Zeitperiode hat irgendwie was, was man machen müsste quasi. Im Frühling muss man säen. Im Sommer sind die Früchte reif, dann kann man die Früchte überall absammeln. Die werden jetzt hier nicht angezeigt. Also hier, das müsste ein Himbeer-Blaubeerbusch sein. Ein Haselnuss ist erst für den Herbst gedacht. Genau wie man das auch ganze Getreide und die ganzen Hülsenfrüchte erst gegen Herbst erntet. Im Winter verstärke ich immer den Fischfang. Ne? Hier sieht man auch immer, wie viele Fische man noch so drin hat. Fischmenge, Lehmmenge. Lehm wird jetzt erst für mich interessant, da ich jetzt bessere Hütten baue. Und wie gesagt, die ersten 2 Phasen sind Sammelphasen. Hunde schließen sich auch irgendwann automatisch an. Es kommen immer ab und zu mal Händler vorbei, was ganz nett ist. Was ich zu spät gelernt habe, ist, die Händler geben dir zum Beispiel, letztes Mal war es Brunnengraben. Ne, Brunnengraben habe ich noch gar nicht. Ach ja, hier Steine. Unter
Was? Untergrund? Bergarbeit? Untergrundbergarbeit, ist falsch geschrieben, egal. Das haben die dabei gehabt, das kostete 200 Ressourcen. Dann kann man quasi mit denen tauschen. Na, hier sind das sind zum Beispiel Lager. Und was immer gut läuft, weil ich eine Zeit lang gut gejagt habe, sind halt diese normalen Outfits aus Haut. Die laufen sehr gut, aber ich habe mittlerweile nicht mehr so viel Fell. Weil ich nicht mehr so viel jage. Ich habe am Anfang in dem, ja, in dem ersten Zeitalter nur gejagt. Die haben voll die einseitige Ernährung bekommen. Die haben nur Fleisch zu essen bekommen. Bis ich mal gerafft habe, dass man Bären sammeln kann oder so. Da waren schon ein, zwei Jahre umgefühlt. Fische habe ich auch von Anfang an gejagt. Also die haben echt nur Fleisch und Fisch gegessen. Das ist nicht mal eine gesunde Ernährung. Naja, und jetzt bin ich halt in der Mitte so langsam angekommen. Und ja, Dolm können wir bauen, Steinkreis. Na, das gibt auch, ja, wenn die Leute schlecht gelaunt sind, dann müssen die eine Runde beten, sage ich mal. Der hier zum Beispiel. Moral ist im Keller. Hier, geh doch mal irgendwo beten, mein Freund. Hier will er nicht, geht nicht. Warum geht das nicht? Was macht er denn? Geh beten, Junge. Wichtig ist auch, jede Aufgabe, ernten, jagen, Fischfang, braucht natürlich die jeweiligen Gegenstände. Na, die könnt ihr hier in diesem Gebäude bauen. Ich habe schon quasi alles freigeschaltet. Das ist hier der erste Holzharpune, gefolgt dann von dem Knochenharpune, die ein bisschen besser ist. Dasselbe haben wir am Anfang den Faustkeil, der wird dann später zum Fauststeinmesser. Wir kämpfen am Anfang mit Speeren, aber der Bogen ist deutlich besser. Die Feuerfrequenz zum Schießen ist eindeutig besser als mit dem Speer. Natürlich können Tiere angreifen. Höhlen, Löwen gibt es, Wölfe gibt es. Man kann auch Bären angreifen und auch größeres Getier, Mammuts. Das Problem ist aber, wenn die in der Herde sind, sind sie gefährlich. Die Jungtiere, die greifen meistens nicht an, aber die Eltern natürlich. Und wenn man konzentriert ist auf die Mama, kann es sein, dass der Papa kommt und ein, zwei von deinen Leuten umhaut. Ja. Ich habe bisher ein oder zwei Leute verloren im Kampf. Die haben natürlich auch ihre Lebensenergie und die kann natürlich auch runtergeprügelt werden. Und im aktuellen Zeitalter, in dem ich bin, im Neolithischen, können auch feindliche Stämme uns angreifen. Das waren drei Leute, die waren gut gekleidet. Aber ich weiß nicht, ob die hier irgendwo ein Lager haben oder so wie die Händler einfach von irgendwoher auftauchen. Ich würde es echt cool finden, wenn es ein anderes Lager geben würde, was wir quasi erobern könnten oder niedermachen könnten. Das ist ein Wollnashorn. Ich habe auch so das Gefühl, am Anfang des Spiels war in meiner Gegend sehr viel mehr Tierherden unterwegs als jetzt. Ich weiß nicht, ob es hier sowas wie einen Tierbestand gibt. Weil hier war früher alles mal richtig voll. Wie auch der Wald war immer richtig voll. Die ganze Ebene war richtig voll. Boah. Jetzt ist da eher ein bisschen wenig da. Warum wird denn die Hütte nicht gebaut, Mensch? Brauchen wir Matschepampe. Extrahiert mal Lehm. Gib Gas. Das Tolle in diesem Spiel ist, also man kann es natürlich so spielen, indem man es so laufen lässt. Das mache ich auch meistens. Darum dauert es bei mir immer eine Ewigkeit. Man kann aber auch den Leuten Befehle geben und dann halt schön vorspulen. Los, extra hier Lehm. Ich will das neue Gebäude sehen. Es gibt hier Sammelplätze für Stein. Und Holz, ne? Das sind die Sammelplätze. Aber wir müssen echt noch ein paar Bäume fällen. Ich will das Gebäude gerne sehen. Worauf ich mich auch freue, ist irgendwann hier richtige Schwerter, richtige Bögen herzustellen. Natürlich eine Taverne.
Oh, da geht's los. So sehen die neuen Hütten aus. Und wenn man irgendwas baut oder macht, mal wieder auf normale Geschwindigkeit, dann kriegt man auch Wissenspunkte. Und Wissenspunkte sind halt diese Punkte, um wieder irgendwas zu machen. So, da können jetzt 4 Leute leben. In diesen Dingern nur 3. Und es können auch nur 4 Gegenstände. Da 4 Slots für Gegenstände sind drin. So. 3. Gleich 9. 12, 15, 18, 21. 24. Ja, wir haben auch noch kein neues Gebäude. Ich würde jetzt immer nur, wenn ich so... Ja, wir haben auf jeden Fall gerade mehr Platz, als wir brauchen. Und erst wenn ich halt wieder mehr Platz brauche... Oh, der braucht eine Steinaxt wahrscheinlich. Mal 1, 2 bauen. So, und schon ist der Frühling. Es sieht schon viel besser aus. Ja, die pflanzen automatisch schon mal die Felder. Das ist schön. Fischfang würde ich nochmal auf 2 lassen. Getreide haben wir eigentlich recht viel. Brot haben wir auch noch. Bei Brot gebe ich mal euch einen Tipp, ne? Wenn das automatisch an ist, dann hauen die dein ganzes Mehl weg und dann hast du irgendwie gefühlt 20, 30 Brote. Und die Leute lassen dann die Brote auch gerne mal vergammeln. Das ist einfach so. Die essen auch das ganze Fleisch nicht auf, was ich da mal hatte. Die hatten so viel vergammeltes Fleisch, das glaubt ihr gar nicht. Also die, was ich schade finde, ist, dass man irgendwie hier die Nahrung nicht verbieten kann. Das wäre nochmal ein Ding. Dass man sagen kann, gezielt isst erstmal das Fleisch weg. Das ist auch mit dem Obst. Im Sommer sammle ich so viel Obst, dass Futter die gar nicht weg. So, wir brauchen ein paar Bäumchen. Ja, mit den Bäumen bin ich immer so... Hier ist was. Da, was ist denn das? Ein Auerochse. Komm. Was haben wir da hinten? Ein Jungwolf. Ah, einen Jungwolf kann man zähmen. Dann haben wir noch mehr Hunde. Wie viele Hunde haben wir denn? 1. Nee, gar nicht. Doch. Oh, ein Haufen. Ich glaube, mehr Hunde braucht man nicht. Aber den Auerochsen könnten wir mal töten. Viel Fleisch bringt der. 6 Fleisch. Boah. 4 rohe Haut, 2 Knochen, aus denen man auch wieder was machen könnte. Guck gerade mal, ob wir noch irgendwas bauen können. Ein Turm könnte man mal bauen. Schlitten haben wir genug, Hütten. Ah, das Spiel hat mal am Anfang gewarnt, dass man nicht so schnell expandiert. Das würde nämlich schnell nach hinten losgehen. Da haben wir Händler, die kommen. Kommen aber auch immer aus unterschiedlichen Richtungen. So, mein Ziel dieses Video, dieses angezockte Video, ist einfach mal euch, ja, mal so ein komplettes Jahr zu zeigen. Darum werden wir hier gleich viel weben. Oh, ich habe nichts, was ich euch... Leben kostet 300. Hauswert 1. Ich habe nichts mehr Tolles. Das ist irgendwie blöd. Ich muss... Nee, tut mir leid. Was hat der denn da? Leinenstoff. Die Hülsenfrüchte nehme ich dir. Das Stroh. Ich überlege nur, was kann ich dir dafür geben? Hier kriegst du Knochensperre. Ups. Wir brauchen mehr. Ich weiß noch gar nicht, was er dieses Gebäude braucht, um repariert zu werden. Die Gebäude gehen ja immer mal kaputt. Da braucht man hier Fell oder so. So, warum wird der nicht gejagt? Habt ihr keine Lust? Jetzt rennt der Auerochse weg. Super.
Ah, sind alle noch mit der Saat beschäftigt. Ah, hier macht sich einer bereit. Einer. Die alte Frau dran. Was ich schade finde am Spiel, dass man nicht die Namen ändern kann. Warte. Wollt ihr jetzt alle jagen? Du bist noch ein Mädchen, geh mal weg. Was ich gerne mache, ist erstmal die Leute, na, nicht hacken. Erstmal die Leute irgendwie zentral irgendwie hinzustellen. Habt ihr alle Waffen oder? So. Kommt mal alle an. Ja, das Problem ist nämlich, dass die nämlich wieder automatisch gehen. Ja. Du hast einen Speer. Die verfolgen wir mal. So machen. Fängt an zu schleichen. Da ist er, der Auerochse. Ja, der versucht anzugreifen. Aber weil wir halt so viele waren, hat er keine Chance gehabt. Escape, gehen wir wieder raus. So, die Saat ist getan. Ich würde gerne nebenbei noch mal ein paar... Was ist denn gerade überhaupt? Getreidespeicher. Oh, das Gebäude hatte ich noch gar nicht. Den Getreidespeicher würde ich... Weißt du, also ich bin mit der Mauer nicht so ganz einig, ne? Also das ist hier, kann man Fleisch und so abhängen. Ich würde hier eigentlich eine Mauer ziehen. Aber so der Getreidespeicher, na gut. Den holen wir uns rein, ne? Können sie mal bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen. Komm, ich habe so viel Lager. Den Getreidespeicher lasse ich nochmal weg. Ich will, dass hier mal die Mauer steht. Pflanzen will ich nichts. Was ich jetzt immer mache, normalerweise habe ich immer irgendwelche Gebiete genommen. Aber es gibt halt Bäume hier wie Ihmchen, der quasi eine Nahrungsquelle ist. Möchte ich natürlich nicht, dass der abgeholzt wird. Außer er steht mir in dem Weg. Man kann auch separat hier die Bäume anwählen. Das macht's. Ah, da kann man auch was sammeln. Achso, da kann man Tannin sammeln. Das lassen wir mal. Gibt's da? Wenn ich mache, ich dieses Tanninfeld weg. Ich weiß auch gar nicht. Komm, macht mal weg. Scheiß auf Tannin, ey. Das holen wir uns woanders her. Nur hier ein Kahlschlag. Natürlich fühlen sich dann die Tiere hier nicht wohl. Aber mal so ein paar Gebäude, bisschen Holz hacken. Und hier sehen wir auch, kurz wegmachen. So, da ist dann einer gekommen, der schnippelt an dem Tier rum. Na, ist eigentlich nur mein... Och. Oh. Der schnippelt jetzt so lange dran rum, bis daraus Ressourcen entstehen. Werden auch hier beim Wagen automatisch draufgelegt. Normalerweise schmeißen sie so wie hier das Stück Fleisch einfach beiseite, bis sich das Tier auflöst. So. Der Holzhacken läuft automatisch. Was könnte man noch verkaufen? Wie viele Knochen haben wir noch? Knochen, Knochen 9. Dann machen wir ein bisschen hiervon. 3, 5. Speere. Ich will jetzt nur die Knochen loswerden zum Beispiel, damit wir nächstes Mal eine Technologie kaufen können. Ja. Hier, das ist jetzt das Fleisch, was aufgehangen wird. Es wird hier erst aufgehangen. Keine Ahnung, mit Salz bearbeitet und wenn das halt gut abgehangen ist, haltbar gemacht wurde, dann kommt es ab ins Lager.
Boah, das braucht man mit Tannin, da kann man Leder fertigen. Das ist unser Mörser, um Mehl herzustellen. Mach mal die Mauer da fertig. Wenn die Mauer hier fertig ist, dann können wir mal hier so irgendwo hier und hier vielleicht mal ein Türmchen bauen. Fleißige Leute. Ah, fleißige Leute sehe ich gerade. Können schon wieder was... Wir können Weben erlernen. Wir können aber auch neues Wunder quasi freischalten. Brunnen brauchen wir irgendwie nicht. Wasserkraft, weiß ich nicht, wofür wir das benötigen. Es kommt eh erst eine Eisenzeit. Aber noch mehr Nahrung. Tiere, Domestizierung. Aber da brauchen wir Ställe und... Weben für bessere Kleidung könnte man machen. Oder Herstellung. Ich nehme mal die Pfahlherstellung. So. Erlaubt es euch, Brücken zu bauen? Na, fantastisch. Das ist eine Ziege. Es soll es Schafe geben in diesem Spiel. Mufflon. Ich habe noch keine Schafe gesehen. So, ich würde jetzt gerne mal eine Brücke bauen. Und wir stellen mal den Fischfang ein bisschen ein. Ich wollte den Fischfang einstellen. Kann ich das? Ah, hier kann ich das. Mal auf 1 machen. Tiere müssen sich ja auch mal erholen, ne? Auch gut abgefischt. So, Brücke bauen, Brücke bauen, Brücke bauen. Baue ich denn eine Brücke? Ja. Geht nicht? Warum geht nicht? Ich wollte eine Brücke übers Wasser, damit sie nicht mal nasse Füße kriegen. So doof. Geht nicht. Ich hab da extra mal ein Tor hingebaut. Oh, verdammt. Da kriegst du jedes Mal im Winter nasse Füße. Wenn du da langläufst, das geht so. Das. Ich will ja verdammt nochmal eine Brücke haben. Geht das nicht? Klicken und halten, um die Brücke zu platzieren. Steuern wir diese Ressourcendinger? Nehmen die mal weg. Kann ich mir nicht vorstellen, aber... Testen wir mal. Nö, ich kann hier keine Brücke bauen. Schade. Ich habe extra die Stadt dahin gebaut. Das soll mir mal jemand erklären, warum ich hier nirgendwo eine Brücke bauen darf. Fluss ist zu breit? Das ist eine Scheißausrede. Ich will hier eine Brücke, Gott. Die kriegen noch nasse Füße, die Leute. Eine Brücke gelernt und kann sie nicht anwenden. Fantastisch. Ich will jetzt eine Brücke bauen. Ja, manchmal ist der Fehler ja immer vor dem Monitor. Ich will jetzt doch nicht ab. Ja, lass mich das bauen. Klicken und halten, um die Brücke zu platzieren. Ja, normalerweise müsste jetzt hier Einheit platzieren, ne? Aber... Ach, diese Sau nicht.
Vielleicht, weil hier gleich der Hügel beginnt. Aber hieß es ja auch schon leicht aneben. Ah. Ist das ein Scheiß. Da hinten am Arsch der Welt würde es er machen. Warum das denn? Warum am Arsch der Welt? Hier hinten, wo ich bin, will ich die Brücke haben. Ah. Hier würde es gehen. War ich immer zu schief oder zu gerade? Das kriegen wir gleich hin, das kriegen wir gleich hin. Weil hier ist auch eine Ressource. Hier kriegen wir hier nicht. Beim Biegen und Brechen, das ist doch. Gib mir meine Brücke. Heinrich will hier eine Brücke haben, verdammt. Wenn Heinrich hier eine Brücke haben will, dann will er eine Brücke haben. Ja, Computer sagt nein. Das ist doch ein Dreck. Verdammt. Ah, hier hinten können wir. Naja, gut. Dann können wir wenigstens. So, schnell drücken. Mamma mia. Dann, ja, gibt es dann halt da hinten eine Brücke. Schade. Wenigstens zum anderen Tor. Hier diese Ressource, das ist Kupfererz. Das wäre natürlich edel, wenn wir direkt zum Kupfererz. Oh, da kommen Menschen. Die wollen sich wahrscheinlich uns anschließen. Muss ich kurz überlegen. Drei. Also gar nicht, wir haben hier 9. 12, 15, 18, 21, 24 und 28. Wenn die 30 uns anschließen, haben wir ein Problem. Das heißt, oh, wir können die Hütte so upgraden. Cool. Einmal upgraden und einmal will ich dann noch. Ah, Frühling ist gleich vorbei. Ein Türmchen bauen. Kann ich den drehen? Das ist wie gesprungen, da ändert sich nichts. So. Jetzt haben die natürlich hier echt dicke zu tun. Die Palisade muss hier noch. Ach so. Die ist da schon fertig. Habe ich die so Lückenhüfte? Ja. Oh, da könnte man einfach eine bauen. Aber hier ist eine Lücke, kriege ich auch noch zu? Vielleicht muss ich ja Stein erst abbauen. Ja, dann habe ich schon eine kaputte Palisade. Das ist ein Tor, nicht wundern. Ups. Ja, das muss so. Kann man auf und zu machen. Ich lasse es aber zu, weil. Naja. So, drei Menschen. Wir haben eine Brücke gebaut. Oh, es ging ziemlich schnell mit der Brücke. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, und wir haben da oben jetzt 28 Leute und zu wenig Schlafmöglichkeiten. Haben wir jetzt mal was zum Jagen? Riesenhirsch. Was manchmal auch gut ist, wenn die Tiere gerade über den Fluss wandern wollen und das große Tiere sind, dann kann man sie easy peasy töten. Na gut, haben wir ja gerade nichts weiteres zu tun. Dann spulen wir mal vor. Und schon haben wir Sommer. Aussichtsturm. Mal gucken, was der kann. Ich weiß es noch nicht. Machen wir wieder Pause. Denn jetzt beginnt die schwerste Zeit im Jahr. Ich muss jeden Busch anklicken. Man kann, also ich habe es am Anfang immer so gemacht, dass ich Bereiche angeklickt habe. Das Problem ist, die Bereiche habe ich das Gefühl, die, ja, die, da arbeitet immer eine Person quasi oder mehrere. Und hier kann ich gezielt sagen, bau das ab und dann hast du wieder nichts zu tun quasi. Gezielte Arbeit. Ich habe die Befürchtung gehabt früher, dass wenn ich so einen Bereich mache, wo der dann sammeln soll, dass der halt immer dann ja für diesen Bereich zuständig ist und nichts mehr anderes macht. Das wollen wir nicht. Zack. Das Sammeln geht auch ziemlich schnell.
Na, also man kann hier so einen Bereich machen, hier alles sammeln, klack. Dann rennt da immer eine Person hin, man kann das auch mehr Personen aufstocken. Komm, machen wir hier auch nochmal. Nein, nicht. Da haben wir Kirschbaum, Birnbaum. Roggen geht erst im Herbst. So. Das ist immer die Zeit, wo eigentlich alle schön am Sammeln sind. Und jagen tue ich jetzt hauptsächlich nur noch im Winter. Ist das ein Wolf? Es gibt Tiere, die töte ich automatisch, auch wenn es junge sind. Wölfe gehören dazu. Oh nee, ne? Da habe ich ein Loch gelassen. Also Palisaden bauen ist nicht einfach, glaube ich. Das Gebäude zu bauen ja auch nicht unwichtig ist. Ja, im Sturm, ich habe da noch keine Probleme mit gehabt. Also, dass ob jetzt hier ein Blitz einschlägt oder so, ich habe auch keine Brände bisher gehabt. Vielleicht kommt das aber noch. Indem man weiterspielt. Es gibt später noch andere. Ich habe hier so quasi das erstmal das einfache Spiel genommen. Es gibt dann noch welche, die irgendwie ein Thema haben. Kann ich euch am Ende nochmal zeigen. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Das Gebäude haben wir gerade priorisiert. Die Mauer ist zu. Eigentlich könnte ich hier auch eine Mauer ziehen. Einfach nur, dass wir da die Tiere immer hinlocken. Die können hier noch abhauen. Oh, sie sind immer noch am Sammeln, Sammeln, Sammeln. Sammeln, beten. So sieht der Alltag aus. Eines Urzeitmenschen. Gucken wir weiter vor. Ich habe auch das Gefühl, umso weiter man hier fortschreitet in den Zeitaltern, umso weniger Mammuts gibt es. Ich habe schon ewig hier kein Mammut mehr gesehen. Jetzt sehe ich vielleicht im Winter ab und zu mal eins. Früher gab es da richtig am Anfang des Spiels richtige Rudel Mammuts, die man versuchen konnte zu töten, aber da war ich noch zu schlecht. Stein brauchen wir noch nicht so. Na, hat er schon abgeerntet, das sieht man hier ran. Ah, da ist er noch dabei. Ist ja nicht so, was wir zu tun haben hier. Händler. Und der bringt diesmal keine Technologie mit. Fünf Bögen. Leinenstoff. Wie viel Stroh wir haben mittlerweile. Nur ein bisschen Mehl ab. Hülsenfrucht, Domestizierung 200. Ah, ich habe aber nicht so viel. 10 kriege ich davon. Hm, 150. Ach komm, dann machen wir das. Scheiße, will er 300 haben, das Arschloch.
Ich kann wohl noch nicht gut handeln. Lass mal weg. Dann nehme ich nur dein Mehl. Hier kriegst du ein bisschen Stroh. Und hier sehen wir jetzt 19 Früchte haben wir. Zweimal Hülsenfrüchte, dreimal Birnen und 14 Beeren, Himbeeren wahrscheinlich. Nüsse haben wir noch keine. So, dann ziehen wir doch mal eine Palisade. Jetzt nehme ich gerne von hier. Müsste gut klappen, genau. Ah, hier könnte ein Loch entstehen. Wegen dem Gebäude. Kann ich das noch irgendwie wegretuschieren? Den Fehler? Genau. Ja, das ist alles Urzeit. Das muss noch nicht so alles dufte-knufte aussehen. Das reicht, wenn es einfach funktioniert. Könnte man noch abholzen. Ich glaube auch, die sind noch alle mit Sammeln beschäftigt, ne? Weil die bauen noch nicht mal das Gebäude fertig. Dann warte ich noch mit abholzen. Der Sommer ist eh bald vorbei. Das Gebäude doch mal auf, ihr Pappnasen. Weil im Herbst habt ihr wieder keine Zeit, dann muss das hier abgeerntet werden. Dann könnt ihr wieder viel, viel Brot backen. Oh, wir haben nur viel Fleisch. Dann sage ich mal, 6 Brote sind hier, 12 Brote, die dann rauskommen. Wie gesagt, ich mache das nicht dauerhaft weil sonst hauen sie mir das ganze Mehl weg. Und schon haben wir Herbst. Mal schön alles ernten. Das Feld macht zum Beispiel keinen Sinn mehr. Das können wir wieder schließen. Na gut, hier kann eine Haselnuss sammeln. Hier ist auch noch Haselnuss. Einmal Roggen. Gut, da habe ich eine Himbeere übersehen. Das war nicht so schlimm. Flachs kenne ich noch nicht. Und das haben wir auch noch. Hier, das nehmen wir auch nochmal mit. Die Gerste. Sind zwar weite Wege, aber ja. Oh, hier mal. Ne, das müsste alles drin sein, ne? Genau. Baust du endlich mal das Gebäude da dran? Sieh zu, bau das Gebäude. Was fehlt denn? Einmal Matschepampe ist ausstehend. Wartet doch mal Matschepampe ab hier. Oh, was sehen wir? Zarten Augen denn hier? Ach, sind wilde Pferde. Ah. Ich fand halt diese großen Tiere, die jage ich immer am liebsten. So Mammuts, Auerochsen, die bringen halt, oder Bären. Da tötet man einmal und kriegt gut Fleisch. Na, dann spulen wir hier ein bisschen vor. Also ich spule eigentlich, ich lasse das immer so, spule kaum vor, außer wenn ich wirklich nichts zu tun habe. Aber ich will das Video nicht, ich will euch alle Jahreszeiten zeigen und ach, guck mal, da läuft ein kleiner Junge hin. Kinderarbeit ist gut. Ich liebe Kinderarbeit. So, da ist noch ein Mädel oder ein Junge.
Ja, genau. Kannst du auch noch was machen. Also die Kinder machen hier auch schon von klein auf mit und sammeln. Na, das muss repariert werden, das Lager auch. Aber erstmal das Gebäude da fertig machen. Wunderbar. Sieht sogar ein bisschen anders aus als dieses Gebäude. Nicht nett. So, ein neugeborener Mensch. Sind wir schon 29? Ja, alles abgeerntet. Fantastisch. Können wir auflösen. Das war Flachs. Können wir auflösen. Tier aus. Also man müsste es nicht kontrollieren, ich mache das aber immer sonst. Ja, dann kann ich mir die. Können Sie mich was anderes machen in der Zeit? Kontrollieren nur. Komm, das kann weg. Sind wir bestimmt schon durch. Das war alles, was man sammeln konnte. Stöcke und hier haben wir jetzt ganz viele Tiere. Da hinten haben wir einen Auerochsen. Oh, hier so ein. Guck mal, so ein Rentier. Jagen wir mal so ein Rentier. Ordentlich Fleisch. Einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Ach du Kacke. Dann sieh zu, dass du mal ein bisschen hier, ne? Was machst du? Was rennt das Rentier weg? Ah, da wird's angegriffen. Ui, das war mal Rentier töten in schnell. So, haben wir noch irgendwas, das man hier gleich eliminieren kann? Guck mal. Hier auch nochmal mit. Brauchen halt, ne, Felle. Damit unsere armen Leute hier nicht frieren. Getötet oder was? Ach, ich habe ja hier was weggemacht. Fuck. Hier sollte ja Wasser gesammelt werden. Und hier sollte. Ja, warte, warte. Was wieder? Hier kann Matschepampe gesammelt werden. Hier hinsetzen kann. Hier sollte noch gefischt werden. Wunderbar. Da wir so wenig Fleisch haben, sage ich mal, Fische bitte Stufe 2 oder 2. Ach komm, lass drei Leute Fische fangen und ist das ein Hund? Ja, hier seht ihr, vier Fleisch bringt das Tier, dieser Steinbock. Mufflon oder wie es auch heißt und zwei rohe Haut ist jetzt nicht so. Das Rind hier minimal besser, aber andere Tiere sind da ein bisschen besser. Mammut zum Beispiel, ja. Oder Bären. Ich verstehe, was ich nicht verstehe, dass die Wildschweine hier, also Grün sagt, dass sie eher easy sind zu töten, keine Gegenwehr machen. Alles, was so gelb, orange wird oder rot ist, ist echt schon richtig gefährlich. Altes Auerochsenweibchen. Können wir auch mal töten. Und dann brauchen wir ein paar Bäumchen. Da haben wir schon ein bisschen was abgehackt. Brauche ich mal woanders Bäumchen. Hier, die können alle abgehackt werden. Wachsen auch nach, aber nicht so schnell. Das dauert schon ein bisschen. So ein, zwei Jahre. Oh, die um na. Dann würde ich
ich sagen, wieder vorspulen. Ah, Lehm, Outfit, Outfit. So, da wandern die Pferde. Okay. Das war mal Töten im Schnelldurchlauf. So, 100 froher Fisch. Mann, oh Mann, seid ihr schnell. Bäume zerhacken. Und da gibt's trockene Füße. Sonst müssten sie immer rüberschwimmen. Warum nimmt ihr die ganzen Karren nicht dafür? Da sind doch Karren. Wie doof kann man denn sein, ey? Ich trage doch keinen Baumstamm, wenn da Karren sind. Oh, jetzt wird es langsam wieder kühler. Und 500 Wasser haben wir mal gesammelt. Immer mal gucken. Ja, hier ist kaum Tierzeug. Vielleicht, weil ich auch alles wegrode. Es kann sein, dass die Tiere lieber dort sind, wo viele Bäume sind. Darum wollte ich jetzt diesen Wald nicht komplett wegholzen. Ah, die lassen uns schon einen Stich. Oder sind erst weit weg. Aber hier ist auch nicht so viel. Oh, feindliche Menschen. Drei Leute. Ich sag nicht, du kommst da durch. Oh, die schlechteste Mauer ever. Oh, hier haben ein Tier getötet. Da liegen drei Fleisch. Räuber. Oh, der hat einen schönen Pulli. Den kenne ich noch gar nicht. Wohl Outfit. Ja, kann ich die nicht irgendwie... Warte mal. Haben wir noch genug Zeit, ne? Alle Mann. Aufhören zu beten. Wo sind sie? Wo sind sie? Töten. Kann ich irgendwie nicht. Oh doch. Jetzt rennen sie alle ihre Waffen holen oder irgendwas nehmen sie. Attacke. Die ist aber flott, ey. Warte mal. Die machen ein bisschen kontrollierter. Komm jetzt da einen Hügel hoch. Ah. Haben wir da irgendwie Bogenschützen oder so ein Krempel dabei? Attacke! Hack ihn tot! Hack ihn tot! Hack ihn auch tot! Oder sie! Räuberangriff! Oh! Barnock wurde von Räuber umgebracht. Die haben dadurch aber zwei Wissen erlangt. Aber das ist ein älterer Mann, der gestorben ist. Also hier, ne? Was ich nur schade finde, ist, dass wir die Leichen nicht looten können oder beerdigen können oder ja, essen können. Das geht leider nicht. So, jetzt haben wir ja schon wieder was Neues gelernt. Ja, auf Tiere und hier habe ich gerade keine Lust. Was kümmern jetzt? Erlaubt es dir, megalithische Bauwerke zu errichten, die den Ruhm der Siedlung sowie die Moral erhöht. Wir können Dolmen, Steinkreis. Oh, wir können jetzt schön was bauen. Was können wir denn jetzt hier bauen? Bauen, 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 bauen. Können hier unter spirituell einen Hinkelstein. Oh, das ist natürlich toll für einen hier. So ein für eine Brücke, so eine Brückenverschönerung.
Oder für Leute, die was kompensieren müssen. Oder für Obelix. Was haben wir noch? Dolmentor. Sieht natürlich auch cool aus. Weiß nicht, was das bringt. Sieht aber cool aus. Steinkreis. Den Steinkreis, den habe ich mir schon lange gewünscht. Und der soll hier oben hin eigentlich. Aber das sind ja dreckige Bäume. Wo kann ich den nicht hinbauen? Will den da nicht hinbauen? Ich will den hier haben, verdammt. Lass da mal die Bäume abpacken. Bäume. Da mal alles eliminieren auf dem Hügel. Oh, der hat echt Durst. Dann hau mal weg da. Trinkt hier schönes kaltes Wasser. Oh, 43 Hautoutfits haben wir. Das sollte reichen. Brote schieben wir noch ein paar nach. Gleich 16, Fisch 11 und das Obst. 6 haben wir noch. So, brauchen wir irgendwas. Holzäxte haben wir noch 7. Speere, Messer haben wir noch. 15. Ja, Sichel haben wir auch noch. Alles genug da. Außer wenn wir vielleicht handeln wollen, bräuchten wir vielleicht noch mehr. Haben wir irgendeine Ressource in Überschuss? Wir könnten... davon ein bisschen was abbauen. Dann könnten wir aus Stock und... brauchen wir einfach mal so 10. Feuerstein. Sachen. Und wir spulen mal vor. Dann lassen wir vorspulen. Gucken wir nochmal echt... nirgendwo ein Tier. Ja, ich denke mal am Anfang des Spiels. Ich nehme doch was weg von den Leuten. Also die Leute werden doch wohl gelootet. Die lag noch vorhin 3 Fleisch oder so. Aber auch weg. Wo bist du denn her? Alter Mann, geh zur Feuerstelle. Schließt er sich mir noch an oder was? Ja. 29. Kurz überlegen. 9, 12, 15, 18, 21, 25, 29. Das passt gerade so. Naja, im Frühjahr müssen wir, denke ich, mal noch das nächste Gebäude upgraden. Kann einer kräftig Steine kloppen. So, da haben wir wieder einen Wissenspunkt erlangt. Aber weit und breit kein Mammut, ne? Sind wohl schon ausgestorben zu dem Zeitalter. Schade. Weit und breit kein Mammut. Ach, das waren tolle Tiere. Die zu töten hat Spaß gemacht. Am Anfang hat echt das Jagen richtig Spaß gemacht. Händler sind angekommen. Was habt ihr denn wieder? Auf den Händler klicken oder einfach dahin. Ja, jetzt habt ihr natürlich nichts Tolles dabei.
Nehmen wir den Wollstoff schon mal mit. Mehl kann man auch immer gut gebrauchen. Dann sind das 41. Dann gebe ich euch... Ja, kriegt ihr noch ein bisschen mehr. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ihr Händler. Ja, Palisade ist schon fast fertig. Jetzt, wo es wärmer ist, können wir ja mal vielleicht das Gebäude upgraden. Komm, machen wir gleich das bei 2. Oh, warte mal. Nee, hier nehme ich das mal zurück. Das hier, was für eh kaputt ist. Das können wir ja gleich upgraden. Dann brauchen wir es gar nicht erst reparieren. Sparen wir uns das einfach. Und ja, das ist Dawn of Man. Ich finde, das Spiel ist so ein richtig chilliges Spiel zum Sammeln. Also ich habe da echt heiden Spaß von. Ich habe sogar Metro dafür liegen lassen. Einfach nur ja, ein bisschen bauen. Ich finde es echt angenehm cool. Also darum ja, locke ich halt das sehr viel gerade eben. Und ich spule normalerweise nicht vor. Ich lasse das einfach immer so laufen. Gucke mal, was ich denn so jagen kann. Und ja. Ich kann das Spiel nur wärmstens empfehlen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und wir speichern jetzt mal ganz fix. Komm, mach mal Autospeicher. Und dann gehen wir nochmal ins Menü. Beenden. Ja, wirklich beenden. Denn wir können sagen, neues Spiel. Kontinentaldämmerung. Das ist halt, überlebe 2 Jahre. Musst du halt die Sachen erfüllen. Und dann kannst du erst in die nächsten Bereiche. Urzeitliche Kriege klingt sehr interessant. Oder hier herausfordernd. Das sieht so aus, als ob wir da in einer Welt sind, die uns da nicht so freundlich gesinnt ist. Andererseits gibt es noch andere Extrem-Szenarien, die uns irgendwie ja, noch mehr herausfordern. Kreativmodus, einfach Steinzeit. Was ich schade finde, dass hier von der Community nichts dabei wäre. Mal gucken, was da noch kommt. Wenn es überhaupt Leute gibt, die das spielen, ich weiß das ja nicht. Aber ich finde es gut, mir macht Spaß. Und ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video unterhalten und informiert. Wenn ja, schreibt es mir doch einfach ins Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch auch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.